Hallo meine Lieben, wir befinden uns immer noch mit Max im Mädchenwohnheim, aber nicht mehr lange. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge in Life is Strange und wir werden jetzt Warren finden und den USB 2.0er da hinbringen. Also da steht zumindest oben rechts USB 2. Ich denke mal, es wird ein 2.0-Anschluss sein. Ach, wie gut, dass es 3.0 schon gibt. Wir gehen mal raus. So. Wir haben alles, was wir brauchen. Die Mädels sind auch schon von dann gezogen. Ups. Hier, manchmal flackert das ganz gut. I better rewind. Oh, da haben wir fast was verpasst. Okay, was können wir denn machen? Können wir zu ihm hingehen und ihn ablenken? Zachary. Fuck this shit. Nein! Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Können wir sie... Fuck this shit! Ach Gott, das ist ja... Ah, hier, Warn. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Das hat doch wunderbar geklappt. Oh, wir haben einen Tagebucheintrag. By the way, wir sind keine Freunde. Warum schickt uns denn jetzt Victoria das? Können wir hochspulen? Die schreibt uns nur, by the way, wir sind keine Freunde? Warum? Okay, wir haben eine neue Seite. VTF, what the fluff? Nachdem ich Juliette den Beweis gegeben hatte, dass Victoria hinter all dem steckte, habe ich Warrens USB-Stick von Dana geholt. Sie hatte merkwürdige Laune. Darum habe ich etwas gesucht, was erklären würde, woher sie kommt. Ich fand einen Schwangerschaftstest zusammen mit einer Notiz von Logan und einem Arzttermin. Dana gestand, dass sie schwanger war und da merkte ich, dass all meine Freunde Probleme haben, die genauso ernst sind wie meine. Seufzt. Ich würde mal sagen, dass Max noch ein paar härtere Probleme gerade hat. Aber warum hat Victoria eigentlich unsere Handynummer? Warum haben wir ihr die gegeben? Und können wir mit ihr jetzt nochmal reden? Wir haben ihr jetzt ja eigentlich geholfen. Max, that was awesome. Thank you. Das war knapp, kein Problem. Kein Problem. No problem. You have quick reflexes. Years of mad dodging skills. Bullies never change. That's why you're better off. You're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Ja, vielleicht haben wir bald eine neue Freundin, die Alyssa, mit lila Haar. Und will Zachary uns vielleicht jetzt was erzählen? Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. What the heck? Ist das jetzt hier für eine Steintafel? The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathan's family owns my dorm? Oh, okay, das wussten wir ja gar nicht. Nathan war ja der mit der Knarre in den ersten Part. Aha, super. Die Eltern scheinen ganz schön viel Einfluss zu bringen. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Ein Foto. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Worum geht's da? Fotos sind immer besser, als jetzt einzugreifen, solange er nicht handgreiflich wird. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Oh, jetzt ist sie sauer auf uns. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. Mag sein, dass wir hätten eingreifen sollen. Allerdings denke ich, dass das Foto uns vielleicht später noch helfen könnte. Und ihr ist ja jetzt nichts passiert. Wir gehen auf den Campus. Ich lasse das so stehen. Alles geht seinen gewohnten Gang. Sehen wir jetzt Warren? Ah, da steht er am Auto. Ich sehe ihn. Warren! Hallo, hallo. Noch langsamer geht's nicht, Max, oder?
Man, I should have done something. That guy was an asshole. Nein, hätten wir nicht. I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Okay. Oh, da ist wieder so ein vermisst Flyer von Rachel. Oh, das Juliette. I don't get it. How could Zach and Victoria do that to me? Oh Mann. Die hat immer noch Probleme. Juliette still looks upset about Zach and Victoria. I don't blame her. Oh, sie weint. Komm. Hi, Juliette. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Tut mir leid wegen Zachary, ich werde dich nicht stören. Komm, wir entschuldigen uns. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Okay. Gesext? Kann das sein, dass es nicht gesimst, sondern gesext ist so wie Cybersex? Ach Gott. Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Please. Ja, ich komme sofort. Moment, hier ist noch Graffiti. I wonder how long before Samuel has to repaint that. Tart. Soll das mal retard? Soll es irgendwie sowas haben? Ja, keine Ahnung. Gut. Komm, wir lassen Warren jetzt Max, nicht länger warten. Get your ass over here. Ja, sei doch mal ein bisschen netter. Look at Warren in his Wayback Machine. He's a brave man. Ja, das stimmt schon. Sein Auto ist nicht mehr das Neueste. And there's Warren. Did he actually buy a used car? Oh, das ist ein Vogel auf dem Dach. Na gut, wir geben ihm einen USB-Stick. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Aww. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Ich möchte nicht drüber reden oder wirklich? Ich möchte nicht drüber reden, das war ich nämlich. I don't want to talk about it. Jeez, you're a little miss sensitive today. I wouldn't push your luck, Warren. Not in the mood today. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. Er kann zeichnen, dass Daniel es gepostet hat, haben wir auf Facebook gesehen. Also ich denke mal, das wird eine Facebook-Social-Network-Seite auf jeden Fall sein. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw? Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Ja, haben wir gemacht. Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Nie im Leben habe ich gesehen, doch hier, schön, so ein Horrorfilm, geht doch klar. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Reden wir über Twilight? Ouch, that sounds awful the way you say it. Die Satansweiber von Titfield? Wie kommt's? Keinesfalls. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted.
Können wir uns ihm anvertrauen? Wir müssen reden oder sie möchte... Ach komm, wir haben schon einmal gesagt, dass wir nicht über Victoria sprechen wollen. Dann können wir doch zumindest ihm ein bisschen mehr... Vielleicht kann er uns ein bisschen aufbauen. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? Oh. You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal, now. Answer me, bitch! Ich hab ihm die Wahrheit gesagt, Punkt. I told him the truth, a student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what, give you a stern lecture? Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. Uh-oh. You should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Ich könnte die Polizei rufen oder komm runter. Ich sollte ihm jetzt nicht drohen, oder? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Er sieht aus, als könnte er gleich ausflippen und will mich umbringen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun, Leute? Komm runter oder ich könnte die Polizei rufen. Ich drohe mal lieber mit der Polizei. Ich glaube nicht, dass ich ihn... komm. I could call the police. Do it! The Prescotts own the pigs here. Get away from her, dude! Whoa! Foul! Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Uh-oh. Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom! Was ist das? Max? Oh. Chloe? No way. You again. Warren! Oh, go! I got this! Oh, nein! Hey, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! Alter! Nobody! Ich will Warren eigentlich nicht da jetzt alleine lassen. Ah, da kam schon jemand zur Hilfe. Boah, Glück gehabt. Man, Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Ich wusste doch, dass es irgendwas... Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Oh Gott, wenn die wüsste, dass er eigentlich tot wäre heute, da ist das schon irgendwie ein bisschen traurig, dass sie jetzt zusammen im Auto sitzen. Ja, was wollte er eigentlich? Wissen wir, was er wollte? Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt, and you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Seattle war kacke, ja. I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Nee, sicherlich nicht nur für Mark Jefferson. Laut dem Tagebuch haben wir ja gelesen, dass sie Chloe auch ziemlich vermisst hat. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Ja, okay, das ist jetzt schwer zu beeinflussen.
tut mir leid. Reicht das bei ihr? Oder wollen wir ihr sagen, dass wir uns die ganze Zeit melden wollten? Oder sollen wir mit ihr ruppig reden? Mach mal halblang. Give me a break. I was going through changes. Like you. I guess those changes included dumping me from your life. That's not true, Chloe. Bullshit. You thought you hook up with all these art pricks in Seattle. Didn't happen, though. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Oh, man. Das läuft nicht so dolle. Oh, sie hat ein Tattoo. Die ist so traurig. Sind beide irgendwie ein bisschen emotional verunsichert. Broken. Oh man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Ach, das wird schon wieder zwischen den beiden. Finde ich schön, dass sie sich wiedergefunden haben. Gefällt mir, Leute. I like it. Also sehen wir jetzt Chloes zu Hause. Typisch amerikanisch mit Flagge an der Tür. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Oh, das ist auch wieder so einer dieser Vögel. Oh Gott, ist das Zimmer geil, oder? So in der Art sah mein Teenie-Zimmer auch aus, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe auch ganz viele Poster von allen möglichen Bands aufgehängt. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Oh, sie raucht. Sie raucht. Aber tatsächlich sah mein Zimmer sehr ähnlich aus. So eine Wand hier, wie sie, hatte ich auch. Und dann hatte ich auch Bilder von Slipknot und von Korn und von Green Day und The Hives, allen möglichen Bands aufgehangen. Das ist ein kleiner Flashback. Schon sehr cool. Nur das Zimmer ist bei ihr irgendwie ein bisschen cooler geschnitten. Viel größer als mein. Time I had to dig through Chloe's crap. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Allerdings freuen wir uns da erst in der nächsten Folge drüber. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal einschaltet. Bis dahin. Tschüss.